Hallo und herzlich willkommen hier beim Swiss Life Man auf dem Kanal. Heute möchte ich euch mal ein von mir selbst gebautes Messer vorstellen. Und zwar ist das dieses hier. Dieses Messer habe ich aus dem Anlass gebaut, dass ich aus dem A1, das ich sehr gerne verwende, dass ich hier einfach ein paar Punkte habe, die mir persönlich nicht gefallen, mir aber die Größe und auch die Handlage sehr zugesagt habe. Ich habe auch eigentlich diesen Gummigriff. Ja, erstens, ich wirklich schön finde und zweitens, ja, er reibt sich ab und ja, ist einfach nicht so, ist nicht so schön und wie gesagt, ein paar Sachen in dem Messer gefallen mir halt nicht, obwohl ich es für ein sehr gutes Outdoor- und auch Survival-Messer halte, eines der besten, habe ich mich entschlossen, mir selbst noch eins zu bauen, das ähnliche Eigenschaften hat, etwa die gleiche Größe, weil ich finde, diese 16 cm Klinge ist sehr tauglich, sehr praktisch, kann man fast alles damit machen, auch gröbere Arbeiten und auch sehr feine Arbeiten noch, weil es noch nicht zu lang ist. Und ja, zum ersten Punkt, der mir am A1 nicht gefallen hat, das war natürlich ganz klar die Scheide, diese Staubsaugerdüse, wie sie auch genannt wird. Ja, sie hält das Messer, aber erstens nicht wirklich gut, es klappert. Und ja, für ein Messer in der Preisklasse finde ich eigentlich, ist das ein No-Go, absolut. Da habe ich mir natürlich selbst eine Kydex gebaut, mit so einem coolen Gürtelclip hier, so eine Art Tech-Lock. Kann man einfach zudrücken und zum Öffnen hier diesen Knopf drücken. Ja. So olivgrün, hatte ich noch ein Stück Kydex über. Ja, dann zu meinem Messer. Wie gesagt, von der Dimension her ist es sehr ähnlich dem Falkniven A1, ihr seht, die Größe ist praktisch identisch. Wenn ich es dahinter halte, dann sieht man das nicht mehr. Auch die Griffform ist sehr ähnlich. Ich bin hier vom A1, von der Griffform ausgegangen und habe dann hier den Griff ein bisschen modifiziert. Ich habe hier unten eigentlich die Kurven vom A1 übernommen, habe aber hier hinten am Griff noch etwas mehr überstehen lassen, sodass es beim Hacken hier besser in der Hand liegt und nicht so leicht aus der Hand fällt. Und ich habe hier hinten, beim A1 ist es gerade und bei meinem Messer geht es hier hinten nochmal so leicht herein, sodass einem hier das sehr gut im Handballen liegt, weil ja hier die Hand größer ist. Habe ich das hier überstehen lassen, dass es besser in der Hand liegt. Auch hier vorne bin ich leicht beigegangen und habe hier etwas weggeschliffen, sodass es auch hier vorne etwas dünner wieder wird. Ist aber nur minimal, sieht man kaum. Die Klinge ist aus D2 Stahl, gehärtet auf 59 Rockwell, damit ist sie sehr stabil. Warum nicht härter? D2 geht problemlos auch 60, 61, 62 Rockwell, gar kein Problem. Aber das A1 zum Beispiel hat ja eine Klingendicke von 6 mm, ist sehr dick. Und ich wollte ein Messer für draußen, also für alles nehmen kann. Dementsprechend bin ich beigegangen und habe einen Klingenstahl verwendet mit einer Klingendicke von 4,5 mm. Dass das natürlich nicht so stabil ist wie eine 6 mm Klinge, ist, denke ich mal, jedem klar. Ich habe das kompensiert, indem ich den D2 Stahl genommen habe und den halt nicht auf das maximal mögliche gehärtet habe, sondern auf 59 Rockwell. Damit ist der Stahl noch sehr stabil. Und ich habe die Klinge deutlich breiter gemacht als beim Original, das sieht man hier, um möglichst viel Querschnitt bei dieser Klingendicke zu erreichen. Die Klinge hat einen Flachschliff, der geht bis gut 2/3 hoch und ist sehr fein ausgeschliffen. Also wir haben hier eine Stärke hinter der Sekundärphase von 0,4 mm hinter der Sekundärphase, also sehr, sehr dünn und damit kann man auch wunderbar schnitzen. Also das ist ganz toll, damit kann man auch super schnitzen. Es ist trotzdem stabil genug, um auch problemlos zu hacken, Holz zu spalten. Also die Klingendicke ist nicht immer maßgebend, wie stabil ein Messer ist, sondern das ist das Gesamtbild. Wie ist das Messer designt? Welchen Stahl verwende ich und welche Härte habe ich beim Stahl? Und dann kann man auch mit so einem Messer ein ganz stabiles Messer haben. Ich meine, nur bei 16 cm heißt es noch lange nicht, dass ich eine 6 mm Klinge verbauen kann oder muss. Dementsprechend habe ich mich hier entschieden, eine 4,5 mm Klinge zu verbauen. Ich habe dir hier ein Stonewash Finish gegeben, das finde ich ganz toll für draußen, weil sonst sieht man die Kratzer nicht immer so direkt. Als Griffmaterial habe ich zum ersten Mal hier so ein Elfenbein-Mikata verwendet. Ja, es ist so weiß mit so leichtem Beige-Ton.
Sieht ganz cool aus. Ich werde nachher noch ein paar Nachaufnahmen des Messers einblenden. Ist ein cooles Material. Sieht cool aus und fühlt sich sehr, sehr angenehm an, sehr natürlich an. Und durch die Griffform ist es sehr griffig, obwohl der Griff recht glatt ist, fühlt es sich sehr sicher in der Hand an. Ich habe hier zum Beispiel auch auf eine falsche Schneide verzichtet, wie beim A1. Das hat zum Beispiel eine falsche Schneide. Ist natürlich optisch ein schönes Detail, aber ich persönlich brauche es nicht und habe es deshalb weggelassen. Ich habe dafür hier den Klingenrücken bis nach vorne hin schön scharf geschliffen. Hier im hinteren Zentimeter, hier bei der Klinge, habe ich es etwas abgerundet, dass man es angenehmer halten kann. Das Messer hat eine kleine Schleifkerbe, die sieht man hier. Und der Anschliff ist möglichst nah am Griffstück. Durch das habe ich natürlich beim Schnitzen sehr viel Kraft beim Druckschnitt. Ich kann also sehr, sehr kontrolliert und mit sehr viel Kraft arbeiten. Das haben oft Messer eben nicht und verlieren dort einen Haufen Platz. Das A1 ist hier zwar auch sehr nah, aber das A1 hat ein bisschen mehr Abstand sogar. Also ist ein cooles Bushcraft-Messer. Und ja, das wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Eben dazu diese Kydex. Klackt schön ein, kann man schön ziehen. Wunderbar. Hat schön viele Nieten hier, dass man sich das befestigen kann, wie man will. Kann man sich auch noch einen Firesteel dran machen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und würde mich über ein Abo freuen. Kommentieren gerne. Und ja, bis zum nächsten Mal.